Mama, Mama, bekomme ich dieses Jahr was zu Weihnachten? Oh, bitte, bekomme ich dieses Jahr was zu Weihnachten? Papa, du weißt doch, dass du nichts zu Weihnachten bekommst. Der Weihnachtsmann mag dich nicht. Der mag dich genauso wenig, wie ich dich mag. Nein, das stimmt gar nicht. Der Weihnachtsmann mag mich. Du bist die, die mich hasst. Nein, Babo, das stimmt nicht. Du bist ein Idiot und ein Versager. Der Weihnachtsmann mag dich ganz sicher nicht. Ho, ho, ho! Doch, Bapu, ich mag dich. Nur deine Mutter mag dich nicht. Deine Mutter ist einfach nur fies und gemein. Oh, vielen Dank, lieber Weihnachtsmann. Ich mag dich auch. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Hast du mir ein Geschenk mitgebracht? Ja, na klar habe ich dir ein Geschenk mitgebracht. Hier, bitteschön. Oh, danke, lieber Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, ich hasse dich noch mehr, als ich meinen eigenen Sohn Bapu hasse. Hier ist kein Platz für Hate. Ich weiß genau, warum du böse auf mich bist. Hier, dein Geschenk, was dir deine Eltern nie gekauft haben. Oh, vielen Dank, lieber Weihnachtsmann. Ich hab dich lieb, Bapu. Yay, super. Endlich mal schöne Weihnachten. Bis nächstes Jahr, Bapu. Und sei immer schön artig. Und nimm dich vor den Grinch in Acht. Heute Abend kommt der Weihnachtsmann, dann sehen wir ihn endlich wieder. Oh, ich freue mich schon so. Ja, Bapu, ich freue mich auch schon. Sei gespannt, was uns der Weihnachtsmann dieses Jahr für Geschenke mitgebracht hat. Ich denke, er wird uns unsere größten Wünsche erfüllen. Was ist dein größter Wunsch? Schreib's jetzt in die Kommentare. Du, Mama, der Weihnachtsmann, kommt der noch? Wir haben schon über Mitternacht und der Weihnachtsmann ist immer noch nicht da. Glaubst du, dass uns der Weihnachtsmann dieses Jahr vergessen hat? Glaubst du, dass der Weihnachtsmann nicht kommt? Haben wir ihn letztes Jahr irgendwie verärgert? Nein, Babo, der kommt bestimmt bald. War ich nicht vielleicht doch ein unartiges Kind? Ich glaube, ich muss nächstes Jahr einfach noch artiger sein, als ich es jetzt schon bin. Ich stehe auf der bösen Liste vom Nikolaus und deswegen bekomme ich keine Weihnachtsmann. Geschenk. Nein, Bapu, du warst nicht böse. Ho, 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 da bin ich wieder, Leute. Hallo, Bapu. Hallo, Mutter von Bapu. Es tut mir leid für die Verspätung. Hier, dein Geschenk, Bapu. Ah, danke schön, lieber Weihnachtsmann. Dann habe ich jetzt ja mein Geschenk bekommen. Oh, warum bist du eigentlich so spät da? Ist dir etwas dazwischen gekommen? Darüber wollte ich noch mit dir reden. Komm mit, lass uns dafür in die Küche gehen. Okay, dann komm mal her. Also, Bapu, ich muss dir was ganz Dringendes sagen. Der Grinch ist hinter mir her. Und du bist der Einzige, der mich retten kann, Bapu. Du bist das einzige Kind in Brookhaven, was noch so richtig doll an den Weihnachtsmann glaubt. Oh nein, der böse Grinch hat dich doch nicht etwa verhext oder so. Oh, Santa. Nein, ich werde dich beschützen. Leute, schreibt's in die Kommentare. Findet ihr den Grinch genauso böse und fies wie ich? Super, Bapu. Das wollte ich von dir hören. Du bist meine einzige Chance. Du musst zur Paketstation in Brookhaven gehen. Dort angekommen wirst du den Grinch finden. Und du musst dich mit dem Grinch duellieren. Und dann wirst du Weihnachten für alle Kinder in ganz Brookhaven retten. Dann bist du der Held dieser Weihnachten. Okay, Weihnachtsmann. Mach dir keine Gedanken. Ich werde jetzt sofort zur Paketstation in Brookhaven fahren. Da vorne ist die Paketstation und hier muss irgendwo der böse, fiese Grinch sein. Oh Mann, der Grinch ist da. Hey Grinch, du, warum bist du so fies zu den Weihnachtsmann? Lass den Weihnachtsmann in Ruhe. Du kannst mich mal, Bapu. Ich will das Weihnachtsfest verhindern und du kommst mir dann nicht in die Quere. Ach ja, das werden wir ja noch sehen. Ich werde dich aufhalten, dann wird das Weihnachtsfest ganz normal stattfinden. Und du wirst das nicht verhindern. Na, das werden wir ja noch sehen. Hier, nimm das. Du hast mich ja gefesselt. Was ist dein Plan? Polizei steht hier schon vor eure Tür und wird dich festnehmen. Hahaha, und ich hau jetzt ab. Bleiben Sie stehen. Sie sind hiermit verhaftet. Sie sind verhaftet wegen des Einbruchs in die Brookhaven Paketstation und weil sie unschuldig den Grinch beleidigt haben. Aber was? Nein, das ist unfair. Gehen Sie jetzt sofort ins Auto. Oder ich werde sie erschießen. Oh Mann, jetzt bin ich im Gefängnis gelandet. Jetzt habe ich den Auftrag vom Weihnachtsmann nicht erfüllt und bin hier jetzt eingesperrt. Oh Mann. Die Hashtag Babobande hat mir einen Tipp gegeben, Leute. Danke für den Tipp. Ihr wisst ganz genau, dass ich da oben hier aus dem Lüftungsschacht ausbrechen kann. Und das werde ich jetzt auch tun. Und Sprung. So, Leute, wir sind hier jetzt im Geheimgang. Und let's go. Aus dem Gefängnisausbruch. Wow. Oh, Rudolf, du bist ja hier. Super, auf dich habe ich gehofft. Hallo, Papo. Ja, ich wusste doch ganz genau,
dass du den Grinch nicht einfach so entkommen lässt. Komm, wir gehen jetzt schnell zurück zum Haus und dann werden wir die Lage mit dem Weihnachtsmann besprechen. Okay, dann bitte bring mich schnell nach Hause. Okay, Bapo, komm, spring auf meine Schultern. Dann reite ich dich nach Hause. Okay, dann mal los, Rentier. Okay, komm, Bapo, schnell nach Hause. Der Weihnachtsmann wartet schon auf uns. Wir haben keine Zeit mehr. Komm schnell nach Hause. Hui, hui. Ach, danke, Rudolf. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Da vorne ist ein Polizist und der will den Weihnachtsmann verhaften, Leute. Hoffentlich wird der Weihnachtsmann nicht wegen mir verhaftet. Das hätte ihnen noch glatt so gefehlt. Was ist los? Warum wollen sie den Weihnachtsmann verhaften? Der Weihnachtsmann war böse. Der hat Bapo geholfen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Wir haben Süßigkeiten-Spuren gefunden, die eindeutig auf den Weihnachtsmann zurückzuführen sind. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da haben sie mich aber kalt erwischt, Herr Polizist. Ja, ich gebe es zu. Ganz allein, ich habe den Bapo aus dem Gefängnis befreit. Das hat nichts mit Rudolf oder mit Bapo selbst zu tun. Ich habe es ihnen alles aufgetragen. Bapo ist komplett unschuldig. Das war alles meine Schuld und mein Plan. Ich wollte den unschuldigen Grinch besiegen und Bapo hat seinen Kopf dafür hingehalten. Sehr gut, wusste ich's doch. Das wird die Richterin sehr gerne hören. Und nun kommen Sie, steigen Sie endlich in den Wagen ein oder ich werde Sie erschießen. Okay, dann steige ich ein. Na, geht doch. Und jetzt werde ich Sie zum Polizeirevier fahren. Oh Mann. Oh Mann, Mama, was war hier denn los? Komm, lass uns erstmal reingehen. Ja, Bapo, das hast du richtig gehört. Der Weihnachtsmann wurde wegen Beihilfe zur Flucht festgenommen. Er hat die ganze Schuld auf sich genommen, um dich und Rudolf zu beschützen. Oh Mann, das war aber ganz schön nett von ihm. Wir müssen den Weihnachtsmann irgendwie befreien. Komm, Rudolf, können wir da irgendwas tun? Ja, Bapo, ich werde dich hiermit zum Elfen verzaubern. Ene mene, Elfenzauber. Bapo ist nun ein Weihnachtself. Hex, Hex. Wow, wie cool ist das denn? Was kann ich jetzt? Bapo, du bist jetzt ein Weihnachtself. Und jetzt hast du die zauberhaften magischen Fähigkeiten eines Weihnachtselfs. Du kannst dich jetzt zum Weihnachtsmann teleportieren und ihn retten. Okay, dann mache ich das mal gleich. Und Teleportierung zum Weihnachtsmann. So, ich bin jetzt wieder im Polizeirevier von Brookhaven. Die Tür ist kaputt. Die Tür ist gesperrt, Leute. Muss da irgendwie rein. Und Hex, Hex. Es hat geklappt, Leute. Ich bin jetzt beim Weihnachtsmann in der Zelle. Hallo, Weihnachtsmann. Hallo, Bapo. Mir geht's gar nicht gut. Ich bin voll geschwächt. Komm, lieber Weihnachtsmann. Ich will dich retten. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit und teleportiere uns beide zurück zum Nordpol. Bapo, das geht nicht. Du bist nur ein einfacher Weihnachtself. Du hast nicht so viel magische Kraft, dass du uns beide zum Nordpol teleportieren kannst. Ach, sei nicht albern, lieber Weihnachtsmann. Ene, mene, Nordpol. Wir beide teleportieren uns nun zum Nordpol. Hex, Hex. Oh nein, es hat wirklich nicht geklappt. Oh, komm, lieber Weihnachtsmann, dann flüchten wir hier oben. Nein, Bapo, das geht nicht. Dazu bin ich viel zu schwach. Das Einzige, was hilft, ist, dass du den Grinch besiegst und damit Weihnachten rettest. Okay, ich werde mich jetzt zum Grinch teleportieren. Hex, Hex, hier bist du ja wieder. Ich fordere dich erneut zu einem Weihnachtsduell heraus. Ich will, dass du den Weihnachtsmann in Ruhe lässt und ihm seine magische Kraft wiedergibst. Na, das kannst du aber mal ganz gepflegt vergessen, Bapo. Ich mach dich wieder fertig. Und dann wirst du nicht mehr aus dem Gefängnis entkommen können. Na, das werden wir ja noch sehen. Ich bin der Weihnachtself. Ich mach dich jetzt fertig. Und Attacke. Aua. Ich wusste, dass ich dich fertig machen kann. Und jetzt rette ich den Weihnachtsmann. Super, Bapo. Du hast Weihnachten gerettet. Wuhu. Schau dir jetzt das Weihnachtsvideo auf der rechten Seite an.